Und ich sag hoch die Kaffeetassen und moin moin zu einer neuen Folge Castlevania 64. Wir sind hier im letzten Part mit Carrie in das erste Level gestartet, nämlich den Forest of Silence. Und jetzt ist Reinhard hier an der Reihe zu beweisen, was er kann. Seine erste Waffe, die Peitsche, wird vielen von uns geläufiger sein. Die zweite Waffe ist hier ein Dolch und ihr seht, wir haben auch für alle Fälle das Weihwasser mitgenommen. Diese Tür ist verschlossen, wir kommen hier nirgendwo rein. Das heißt, wir tun das Einzige, was uns hier übrig bleibt und betreten die Castle Wall. Ich muss sagen, ich habe da echt böse Erinnerungen dran an das Level. Ich weiß, dass ich hier als Kind öfter mal geraged habe, was vor allem daran liegt, dass es hier wirklich fast ausschließlich auf gut getimte Sprünge ankommt. Und das gepaart mit der doch ab und an schwammigen Steuerung hier von Castlevania 64. Ja, das beschert einem vielleicht doch den einen oder anderen unschönen Moment. Ja, und viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Mensch, was macht denn eigentlich der Reinhard da? Der heißt doch eigentlich Schneider. Waren das nicht irgendwie immer die Belmonts und so, die Vampirjäger? Das ist tatsächlich so, aber das hat mit der Timeline von Castlevania zu tun. Und zwar ist es hier so, dass der Name der Belmonts mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist. Und dass es hier natürlich auch Familienabzweigungen gibt, die dann vom Namen her anders heißen. Aber ich sag mal, das Blut, das hier durch die Adern fließt, das ist immer noch dasselbe. Reinhard ist hier also gezwungen, von Blutes wegen hier den Weg zum Castle von Dracula anzutreten. Und, oh Mann, also ich muss noch ein bisschen hier mit der Steuerung klarkommen. Entweder verwechsel ich hier meine Zweit- und meine Drittwaffe oder ich kriege überhaupt keine raus. Oh Mann. Okay, wir sind hier schon oben und... Ah, ich hab... War das jetzt gut? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab auf jeden Fall echt böse Erinnerungen an den Raum. Kann das... Nein, oh mein Gott, nein! Ah, ist nicht nur so, dass sie hier furchtbar aus der Fresse stinken, nö. Die sind auch echt unschöne Zeitgenossen. Ich muss sagen, mit Carrie ist der Gegner hier oder der Zwischenboss hier echt um einiges einfacher zu machen. Weil alles, was ihr im Prinzip tun müsst, ist hier im Kreis zu springen, hier die Magiekugeln zu casten und dann ist das... Und wir landen... direkt da drin. Ja, nee. Ich gehe jetzt mal echt ganz auf Risiko und benutze mal kein Hühnchen. Ich wollte eh weniger Fleisch essen. Ja, so, für einen Kerl wie Reinhard ist das wahrscheinlich nicht so das Gelbe vom Ei, aber naja. Yay, aber wir haben es irgendwie noch geschafft. Also, wenn ihr euch hier ein bisschen was Gutes tun wollt, versucht hinter die Viecher zu kommen. Oder zumindest immer mal so ein bisschen hinten rein zu switchen. Hinten rein? Ja. Weil dann sehen die euch nicht richtig und dann wird es natürlich auch einfacher anzugreifen. Betätigen, nicht kaputt hauen. Ja, wir wollen nämlich die Tore öffnen. Wir können uns natürlich auch in unsere Pixel auflösen und durchrutschen, aber... Ah, und ihr seht schon, alles richtig schön geölt hier. Also Dracula hat hier absolut auf alles aufgepasst. Naja, nicht wirklich, aber vielleicht macht das ja Frau Dracula. Wobei, mit dem Mundgeruch, ich weiß nicht, ob es da so einfach fällt, eine zu finden. Wir nehmen uns hier noch ein bisschen was mit, wenn wir denn treffen würden. Ja, aber wer sich jetzt wahrscheinlich denkt... Och, die Belmonts, die haben sich hier gedacht so, nö, mein Kaffee ist leer, ich bin ja eh solo. Ich zieh mal los, was kann ich denn mit meinem Leben noch anfangen? Ja, gehen wir einfach mal Dracula ein bisschen auf die Pelle. Wow! Das war knapp. Ich glaube, wären wir da jetzt runtergefallen, wären wir auch down gewesen. Ich speichere hier mal an der Stelle. Ja, aber die haben sich hier nicht etwa gedacht, nö, ich habe keinen Kaffee mehr, ich bin eh solo, ich zieh hier mal los und dreht Dracula in den Hintern. Nope. Dem Ganzen ist tatsächlich eine Geschichte vorausgegangen. Und zwar betrifft die hier
den ersten aller Vampirjäger, nämlich Leon Belmont. Der war hier befreundet mit einem Matthias Kronquist, wenn ich das hier richtig ausspreche. Ich hab's mit der Aussprache meistens nicht so. Auf jeden Fall waren die zwei hier ganz dicke. Aber ja, der Matthias hat sich hier gedacht, nö, ich hab ja eigentlich alles schon im Leben erreicht. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Er hat sich dann gedacht, probier's mal mit Unsterblichkeit, mit richtig viel Unsterblichkeit. Ja, und ich nehme jetzt hier einmal ein Roast Chicken. Ein Roast Chicken Leg. Ja, und hat sich so gedacht, oh, was könnte ich denn machen? Ich werde hier einfach mal unsterblich. Und hat hier die Freundin von Leon Belmont geopfert, um Unsterblichkeit zu erlangen. Und Matthias, der ist hier Dracula geworden. Die erste Form von Dracula, wie man sie kennt. Und ja, das hat der gute Leon sich natürlich nicht auf sich sitzen lassen, hat sich gedacht, ey, ich schwöre dir jetzt ewige Rache. Und dieser Wunsch nach Rache, der trägt sich hier durch die ganze Belmont-Generation. Also selbst wenn Leon dann gestorben ist und wenn hier Matthias besiegt worden ist, die Seele von Dracula kehrt immer wieder, das verdammt hier die Nachfahren von Leon Belmont dazu, immer wieder hier die Reise anzutreten. Was ehrlich gesagt schon... Ich mache das hier safe. Ich mache jetzt hier kurze Sprünge. Aber das ist schon eine ziemlich bittere Geschichte, wenn man jetzt hier dran denkt, dass sie gar keine Wahl haben, wie sie ihr Leben bestimmen wollen. Hier auch Reinhard nicht. Und ihr seht, an der Tür ist ein Mond eingezeichnet. Ihr seht auch links oben... Oder jetzt mittig hier diese Uhr, also Uhrzeit spielt in diesem Castlevania echt eine Rolle. Mit dieser Mondkarte hätten wir uns hier auf 18 Uhr abends teleportieren können. Aber in unserem Fall geht's auch so. Und wir haben wieder eine Cutscene. Ja, Reinhard ist allein groß, der kann den Schalter ganz alleine drücken. Aber ob das so einfach geht? Nicht sicher. Die Räder werden langsamer. Und die Uhr läutet. Aber nicht nur das. Wir haben Besuch bekommen. Ohne die Lippen zu bewegen. Ey, also der Bauchredner. Mann, versteckte Talente hier bei Dracula. Ja, aber ich weiß noch, wie ich als Kind, wie episch ich den Moment gefunden habe hier. Wobei ich jetzt sagen muss, und ich habe lange gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, es gibt die Theorie, dass das hier an der Stelle gar nicht Dracula war. Und ich glaube, hier hinten war noch was. Jaha. Hier können wir nämlich, ich glaube, insgesamt 3000 Gold mitnehmen. Wenn ich zählen kann. Yep. Oder nicht? Naja. Mathe ist jetzt nicht so wichtig, um Dracula in den Hintern zu treten. Zumindest hoffe ich das. Ja, aber es gibt hier die Theorie, dass das hier nicht der echte Dracula ist. Wir werden da später auch noch einen Moment erleben, wo das Ganze vielleicht nochmal unterstützt. Sondern nur jemand, der hier die Gegner in die Enge treiben will und in die Irre führen will. Aber way, wir haben es soweit geschafft. Ich würde sagen, wir speichern nochmal und dann gehen wir hier rein. Und ich muss sagen, das war auch so ein Moment, den fand ich als Kind super episch.
Ich habe mich jedes Mal derbe gefreut, wenn ich hier wieder rein bin. Denn ihr hört diese Musik. Das ist für mich der beste Track überhaupt in dem ganzen Spiel hier. Und wir bekommen Gesellschaft. Dracula lässt seine Schoßtiere los. Ihr habt zu viele Hundeknochen gekaut, kann das sein? Zumindest so viel, dass denen drei Köpfe gewachsen sind. Wer streitet ihr euch jetzt, wer es zuerst essen darf? Nicht mit uns. Boah. Aber die beißen hier Reinhard ein Stück Arschbacke ab. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so witzig. Wobei hätte schlimmer sein können, denn so viel sitzen werden wir hier nicht mehr. Und wir haben hier ein rotes Juwel L. Das hängt daran, dass wir hier zwei rote Juwelen mitnehmen können. Und die hier spucken Feuer, die braten uns hier wie Hähnchen. Simon, Hähnchenschenkel. Ja, jetzt verwechsel ich hier Reinhard schon mit Simon. Oh Mann. Aber wir haben hier zwei rote Kristalle, nämlich einmal den Small und einmal den Large. Und der Kleine, der gibt hier 5 Kristalle und der Große gibt 10. Und ihr seht, wir haben 62 hier. Also da haben wir schon gut was eingesammelt. Und nein, ich möchte mich eigentlich gern Medium. Danke. Aber ehrlich, also das Level hier, das ist richtig genial. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, denn das ist tatsächlich durch die Musik und durch die Atmosphäre so eins meiner absoluten Lieblingslevel auch hier im Spiel. Und ohne Mist, also wenn ich hier als Kind rein bin und ich war dann wirklich hier in diesem Anfangsbereich, das war so krass episch. Also wenn ihr euch hier mal umguckt, ja, das ist richtig, richtig düster hier, dieser wolkenverhangene Himmel. Die Tore, die verdorrten Bäume und oben hier dieser blutrote Mond. Wahnsinn. Also ich weiß noch, dass ich damals echt Gänsehaut gekriegt habe, wenn ich hier rein bin. Und da fällt für mich eigentlich das Argument mit der Grafik schon weg. Ich meine, klar kann man aus heutiger Sicht sagen, oh, das ist irgendwie grob oder das ist schwammig. Hier ruht mein geliebter Sohn Henry. Hier ruht mein geliebtes Eheweib Mary. Dieser Grabstein ist so malediert, dass man ihn nicht lesen kann. Ja, aber auch das Haus hier. Und wir haben eine Mondkarte gefunden. Nette Sache. Die hier, die können wir zerstören. Da ist in dem Fall ein Roastbeef drin. Ich glaube, in dem anderen hier in der Ecke wäre ein Upgrade für die Waffe. Und hier könnten wir auch den Brunnen hoch. Das aber nur, wenn die Uhr 12 schlägt. Ich guck mal, dass ich das im nächsten Part mit Carrie angehen kann. Hier ruht der Meister des Hauses, Orderay. Die Namen sollten wir uns auf jeden Fall merken. Hier Ray, seine Frau Mary und Henry. Die werden uns in der ein oder anderen Form nochmal begegnen hier. Aber geile Sache. Also ich freue mich richtig, dass wir jetzt hier in dem Level angekommen sind. Denn das ist einfach nur richtig genial. Und ich werde auch hier noch einmal kurz reingehen. Auch wenn das jetzt eigentlich hier schon das Level für Carrie ist. Ich meine, schaut euch die Babsäcke hier an. Wenigstens geben sie uns ein bisschen Entschädigung. Ja, aber allein das Haus hier, das ist richtig genial. Und da fällt für mich wirklich das Argument mit der Grafik weg, denn klar kann man sagen, da hätte man aus heutiger Sicht mehr machen können. Aber ich muss sagen, für damals war das für mich als Kind trotzdem echt genial. Allein die Musik. Und hier diese Kerzen, diese dünnen Lichtstrahlen, die hier durch die zugenagelten Fenster durchkommen. Die roten Teppiche, die Bilder hier an den Wänden. Allein das schafft eigentlich schon so eine richtig krasse Atmosphäre hier. Gerade wenn man bedenkt, dass man ja vorher nur 2D Castlevanias hatte. Und ich mir dann denke, wie geil ist das denn, wenn du richtig hier dich in dem Spiel bewegen kannst. Immer auf der Hut hier vor Draculas Schergen. Also, das war für mich als Kind echt ein Erlebnis. Ich bin hier mit meinem Bruder oft einfach rein
bin einfach zu dieser Musik durch dieses alte Herrenhaus gewandert. Also, ja, ich muss sagen, wir haben das Spiel damals richtig gesuchtet. Und ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part mit Carrie weiter. Denn durch diese Tür hier kommen wir vorerst nicht durch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dranbleibt. Wenn ihr selber gespielt habt, dann könnt ihr ja mal berichten, wie es euch gegangen ist oder welche Level und welche Musikstücke hier eure Favoriten sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier frisch gestärkt mit frischen Knoblauchzehen im nächsten Part wieder von Castlevania 64. Und ich überlasse euch hier nochmal ganz kurz jetzt der Musik des Herrenhauses, denn das ist für mich einfach eine der stimmungsvollsten Tracks überhaupt in dem Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.